Willkommen zurück zu Alan Wake, dem ersten Add-on. Ja, Alan irrt mal wieder durch die Gegend. Ja, es sieht so aus, als sei das Böse wieder am Grund des Sees gefangen. Ich glaube, das Signal zeigt auf das Ding in der Ferne. Ja, das ist das Biltmore Sägewerk. Ich weiß nichts, was du nicht weißt. Also frag dich das doch selbst. Hä? Vielleicht hast du ein Anzeichen dafür in der realen Welt gesehen. Oder es ist vielleicht das Sägewerk, weil ich davon gesprochen habe und du es nicht aus dem Kopf bekommst. Fantastisch. Ach, das bereitet mir echt Kopfschmerzen. Oder sind das deine? Hast du Kopfschmerzen? Barry? Mann, wir kommen uns näher. Barry, halt die Klappe. Bitte. Ja, Barry ist auch mal wieder am Start. Auch wenn er diesmal nur, ja, eingebildet ist, eine Vision. Alan irrt hier durch die Dunkelheit und die Dunkelheit formt die Umgebung nach Alans Erinnerungen. Der gute Thomas Zane, der uns im Hauptspiel ja schon immer zur Seite stand, will Alan hier rausführen, aber, das Dumme ist, das Böse verschiebt ständig die Umgebung, so dass Alan immer tiefer hineingerät, anstatt hinauszukommen. Und hier steht Boom! Boombox! Mann, oh Mann! Hey, Al! Die Feder ist wohl mächtig. Wenn du diesen Satz beendest, bist du gefeuert. Mächtiger als das Schwert? Du bist gefeuert. Oh. Danke, Al! Und das bitte nochmal mit einem echten Barry. Ja, das ist jetzt gut getan. Kennst du Paul Stuckey? Ihr könntet gute Freunde werden. Nee, Carl Stuckey hieß der. Schön, schön. Na, noch jemand? Noch mehr Boom? Ach komm. Sicherheitsabstand und Boom! Ach ja, ich liebe es, ein paar Knallfrösche zu zünden. Das war doch mal ein Knaller, oder? Achtung! Die Witze fliegen heute wieder tief. Flache Witze unterwegs. Sehr schön, Batterien. Die sind hier Gold wert. Ah, wir sind gut eingedeckt, also kann ich klagen. Er spürte sie kommen. Kein Fleisch mehr. Nur Schatten und Geister und Gedanken, die durch sein Fleisch schnitten. Sie waren hier. Sie waren hier. Ich sehe sie. Oh mein Gott. Ich sehe tote Menschen. Wow. Na gut. Er ist tot. Ich sehe diesmal nicht mal echt. Aua. Ja. Ach komm, mach Bumm. Oh, schade. Ich habe gedacht, ihr nehmt vielleicht ein paar mit. Aber nö, den Gefallen tut man mir nicht. Aber hey, vielleicht können wir die schönen Worte nochmal hören. Die schöne Unterhaltung mit Barry. Nicht? Oh. So, so, ich bin mal gespannt, wie lange das Add-on noch geht. Kein Fleisch mehr. Nur Schatten. Ja, ja. Und Geister. Und Gedanken. Wir wissen's. Die durch sein Fleisch schnitten. Sie waren hier. Sie waren hier. For you. Ah, gedrückt. So. Mehr Licht, hä? Kommt mehr, Freunde. So, da hinten gammelst du rum. Man soll sich doch nicht von der Gruppe trennen.
Das erzählt jeder Fremdenführer. Wow. Du machst seltsame Geräusche. Da waren mir... Aua, eure blöden Sprüche, aber lieber. Sehr schön, sehr schön. Wer hat noch nichts? Wer will nochmal? Oh, okay. Dann eben... Boom. Lass mich da hoch. Ich will da... Okay, dann halt außen rum. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ja, ich habe euch auch alle lieb. Ja, lasst uns kuscheln. Oh yeah, das Gegner-Respawning fängt mal wieder an, mich zu nerven. Versuch Nummer 3. So, sehr schön. Na, hab ich alles? Ja. Ach, ein Königreich für eine Leuchtpistole. Wir kennen die Leier. Geister, dann willkommen bei den Ghostbusters. Wir spielen jetzt Ghostbusters The Video Game. Wow. Oh, aber eure Laute klingen schon ein bisschen unheimlich, muss ich schon sagen. So, okay. Aua! Das ist feige! Wie oft noch? Feuerwerk? Ich will Feuerwerk. Yay! Feuerwerk! Party! Ich glaube, ich lade das Silvester hoch, den Part. Nee, das wäre ein bisschen lang. Wir haben gerade mal Juli. Werkzeug, her damit. Sehr schön. Hallo, wo ist jetzt das Werkzeug? Da, Batterien. Wow. Wollte schon sagen. Wäre ein bisschen mager gewesen. Oh, Alan. Genau, respawn vor mir. Ja, noch ein paar mehr. Ihr wisst echt, wie mir jemand auf den Sack geht. Machen. Oh. Hallo? Darf ich doch mal durchkommen? Lass mich raten, ich starte wieder ganz vorne. Korrekt. Mein Controller braucht echt neue Batterien. Aber ich habe jetzt keinen Bock, sie zu wechseln. So, geht wieder. Das muss noch durchhalten, bis der DLC hier fertig ist. Ach, wie oft noch? Die Leier. Nein, ich gehe jetzt extra außen rum, damit es nicht wieder ranzoomt. So viel dazu. Sie waren hier, dann lass uns abhauen. Running. Wow. Naja, immer schön großflächig rum. Nein, ich will kein Bumm, auch kein Feuerwerk. Wow. Ich habe euch auch lieb. Ja, sehr sogar. Checkpoint. Ich sehe doch da vorne den Checkpoint leuchten. Ja, pfeif auf Werkzeug. Lasst mich davor. Oh ja, wir sind noch im LP.
Vorne ist der Ultimate Checkpoint of Doom. Der alle Gegner killt. Bitte, bitte, bitte. Ah, sehr schön. Hauptsache durch. Oh Gott, hier geht's noch hoch. Die Schatten da hinten gefallen mir gar nicht. Weißt du, du wirst es irgendwie hierher schaffen müssen. Ich glaube, die Lösung hat etwas mit diesen Worten zu tun. Wirklich? Meinst du? Ja, du solltest sie wohl benutzen. Deine Einsicht ist umwerfend. Ja, ich weiß. Barry, du Intelligenzbiss, die überrascht mich immer wieder. Na gut. So, dann ja. Frohes Zielen. Komm her. Du noch? Bleibst du da? Bleibst du da? Ich krieg dich, ich krieg dich. Na, na, na. Achso, ich kann das auch verstärken. Aha. Dann sehe ich auch zumindest mal, worauf ich ziel hier. Geht doch. Ah, ja, so sollte es sein. Ich erteile Ratschläge und du befolgst sie. So läuft alles glatt. Wenn du auf eigene Faust losziehst, dann geht der Ärger erst los. So ein Schwachsinn. Ich sage nichts, was du nicht schon gesagt hast. Hirngespinst, weißt du noch? Sowas konnte einen Menschen wahnsinnig machen. Nein, das ist toll! Und für dich sicher auch eine Therapie. Ach Leute, kann man denn nicht irgendwie ins Maul stopfen? Ich kann ihn nicht mehr hören. War das so gedacht? Da drüben ist Werkzeug, also sag ich mal ja. Oh yeah. Also wenn ich mal eine Top 10 der nervigsten Videospielcharaktere mache. Barry mischt oben mit. Wie Schlamm unter seinen Füßen. Gebundene Bücher, Taschenbücher, Waffen gegen ihn, Müll, nur wertloser Müll. Ich hatte schon seltsame Übertragungen meiner selbst gesehen. Aber nicht so. Diese Version von mir klang verrückt. Wie ein wahnsinniger Autor, der darauf aus war, seinen Helden zu foltern und zu vernichten. Okay, Alan wird jetzt von seinen eigenen Büchern erschlagen. Puh. Alan, sind wir wieder in einer Geschichte, die du geschrieben hast? Wenn du unter wow irgendeinem Einfluss warst. Ist das ein innerer Kampf zwischen dir und dem Bösen und wir durchleben das geschrieben jetzt einfach mal wieder? Wow, okay. Ja! Ich habe mal abrupt gerochen, ihr wisst doch. Meine Quote wurde. Wow! Meine Abgrundquote wurde für den DLC noch nicht erfüllt. Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschielt, denn es ist mal wieder Zeit, den Part zu beenden. Ja, weiter beim nächsten Part.